Lisa nimmt vorsichtig auf, genau, und dann traben wir an. Ihr bleibt im Aussitzen, Zirkel und ganze Bahn, und wir schauen uns nochmal die halben Paraden an. Und gucken uns einmal die Silhouette an, ob auch alle Pferde wirklich so, linker Schenkel, Luana, linker Schenkel nochmal, genau, deine Hand schön tief. Wenn wir uns den so anschauen, dann ist er vom Gebäude ja so gebaut, dass er so einen Hals hat, wo fast der Knick so ein bisschen in der Mitte ist, Luana. Und jetzt wollen wir versuchen, dass du bei den halben Paraden es schaffst, immer wieder das Genick so ein bisschen höher zu bekommen. Parier mal durch zum Schritt und gleich wieder Trab. Ihr macht ein paar Trab-Schrittübergänge, durchparieren zum Schritt, die Hinterbeine rantreiben und gleich wieder antraben. So, gut, Bia, linker Schenkel, Schulter hereinartig hier vorbei, da nochmal vorbei, genau. Und wenn ihr wollt, dass sie noch ein bisschen größer vor euch hertraben, muss eure Hand ganz tief werden, zurückkommen. Lass ihn ruhig hochkommen, Luana, das ist richtig. Hab keine Angst, dass der mal über dem Zügel ist. Der muss ja merken, dass er da oben die Freiheit hat, aber nicht unbedingt länger den Zügel. Du willst im Ganzen, dass er mehr vor ist, aber dass er nicht auseinanderfällt, sondern schön geschlossen bleibt durch die Übergänge. Und wir achten jetzt nochmal drauf, ob die wirklich Schritt für Schritt zurückkommen. Wenn die gut zurückkommen, ohne Stockung, sehr gut, Pia, und wieder raus. Ein, zwei Schritttritte und im Rhythmus wieder raus. Ich treibe die Hinterbeine ran, indem ich mit der halben Parade erstmal Gewichtshilfe sitzen. Dann kommt die flache Wade und dann in die ruhige Hand hineintreiben. Pia, wie endet die halbe Parade? Mit dem Nachgeben, dann bin ich ja beruhigt. Ich wusste, Pia kann nicht fragen, die muss das aus dem FF nachts, wenn ich sie wecke, abrufen können. Das kommt nämlich von Herrn Stecken, dass jede halbe Parade mit dem Nachgeben endet. Er hat immer gesagt, das Annehmen hat keiner vergessen, aber das Nachgeben ist das Entscheidende. Und diese halbe Paraden sind total wichtig als Vorbereitung für jede Lektion, jedes Aufnehmen, jedes Mal versuchen, das Pferd unter den Schwerpunkt fleißiger zu bekommen. Lisa, versuch mal ruhig auszusitzen. Sitz mal aus, schwing ganz locker mit, nimm die Hände schön zusammen, bleib ganz ruhig sitzen. Und dann machst du immer so einen Wechsel. Ihr macht mal weiter Trab-Schrittübergänge und auch Trab-Galopp-Übergänge. Und ich gucke noch mal bei Lisa. Lisa, wir haben nur noch ein paar Minuten und ich möchte, dass du was mitnimmst. Was ist das? Lächeln, ist richtig, ja. Ganz wichtig ist, dass du die Ellbogen an den Körper nimmst. Die meisten Springreiter reiten ja so ein bisschen mehr so. Ellbogen an den Körper und ganz ruhig die Hände noch mehr zusammen. Gib ihr Sicherheit. Nimm die Hände zusammen. Und jetzt trabst du noch mal einen Moment. Leicht eine halbe Runde. Hände zusammen. Noch mehr zusammen. Wenn du glaubst, sie sind zusammen, ist es so gewollt, noch nicht ganz gekonnt. Du musst die Zügel, der muss am Hals anliegen. Schön am Hals anliegen. Jetzt setzt du dich wieder hin und schwingst ganz locker mit, weich werden, so. Wenn die sich raushebt, wieder die nächste halbe Parade und wieder mitschwingen. Und noch einmal und wieder leicht traben, immer diesen Wechsel, leicht traben, ein bisschen aussitzen und ihr Sicherheit geben damit. Lisa, fang du mal an mit Trabgalopp. Vielleicht geht das bei ihr leichter. Manchen Pferden fällt das Galoppieren leichter, manchen das Traben. Da muss man auch so ein bisschen wechseln. Galoppier mal und dann machst du so ein paar Übergänge Trabgalopp. So, zeig noch mal einmal das Galoppieren, einmal Trab-Galopp-Übergänge. Und jetzt versucht ihr gleich schön dran zu denken, dass die in Selbsthaltung sich selber tragen. Es geht ja darum, ja, Luana, was hast du vergessen beim Angaloppieren? Die halbe Parade, genau. Erst zurückkommen, nee, noch mal abwarten. Nutz die Ecke, nimm die Ecke, da hat sie es leichter. Lisa, machst du auch einmal Handwechsel? Weiter traben, Luana, komm. Der muss sich jetzt auf dich konzentrieren. Jetzt muss noch eine halbe Parade kommen und noch eine halbe Parade und dann galoppieren wir an. So, nochmal, nochmal und nochmal. Und dann würde ich so eine Ecke nutzen, wo du sagst, da galoppiere ich nochmal an. Komm, energisch. Dann auch einmal energisch und dann die Hand wieder vor. Die Hand wieder vor. Weiter, komm, weiter, 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 auch wenn er da guckt, locker bleiben, die linke Hand ausdrehen, schön am äußeren Zügel führen, äußerer Zügel, innerer Schenkel. Da muss man diagonal das Pferd schön an den Hilfen haben. Nimm die nächste Ecke, nicht abkürzen, dass du eine Begrenzung hast, nicht so in den freien Raum, sondern lieber in der Wendung zurückkommen und jetzt galoppieren, komm. Schön locker nach vorne galoppieren, so, lass ihn galoppieren, weiter, ist nicht schlimm, locker bleiben.
Der kann ja nicht abhauen hier. Keine Chance. Wir haben ihn fest umzingelt. Deshalb kannst du die Hand ruhig vorgeben. Da ist die Bande, die wird dir helfen. Komm, weiter. Lass der einmal hier rund galoppiert. So, lass ihn galoppieren, Hand vor. Rechter Schenkel. Weiter galoppieren, schön tief die Hand und vorlassen. So, guck mal. Galoppier weiter. Weiter galoppieren durch die Wendung und die Nase wieder vorlassen. Ruhig mal ein bisschen nach vorne galoppieren an der langen Seite. Prima. Und klopf ihn mal. So, auch wenn er sich da noch nicht so in die Ecke traut. Bis dahin ist er ja schon mal gekommen. Und nochmal nach vorne galoppieren. Hand schön vor. Guck mal, was der galoppieren kann. Etwas aufnehmen. Nicht, dass er noch Buschpferd werden möchte mit der Abstammung. Das könnte gleich passieren. So, und wieder durchparieren zum Trab. Und jetzt lässt du da nochmal ihn schön da entlang traben, leicht traben. Und dann wieder aussitzen und eine lange Seite noch im Aussitzen. Pia, zeig nochmal einmal dein Galoppieren. Oder, ich weiß schon, Zeit. Ich höre schon Zeit. Einmal bitte alle durchparieren zum Schritt. Das gehen wir einmal auf die linke Hand. Ich glaube, Lisa hat sehnsüchtig.